Das gute Leben war das Thema unseres letzten Videos. Heute werden wir uns ansehen, was zwischen der Phase des Abschätzens und dem Erreichen des Ziels passiert. Mein Name ist Frederik Weitz. Ich freue mich, euch in diesem Kurs zu begleiten. Das Motiv bringt uns mit der direkten Geschichte in Kontakt und das Ziel beendet sie. Was passiert nun dazwischen? Inhaltlich gesehen kann alles Mögliche passieren. Was die reale Welt nicht bietet, kann der Roman trotzdem benutzen. Gestaltwandler und Außerirdische, fliegende Schlösser und planetengroße Raumschiffe, Gespensterhunde und Zombies, all das darf der Schriftsteller. Das Erste, was nicht passieren darf, ist, dass die Figuren, die Protagonisten, also der Held genauso wie seine Freunde, der Bösewicht genauso wie seine Gehilfen, passiv in der Gegend herumsitzen. Ich komme gleich darauf zurück. Das Zweite, was nicht passieren darf, ist, dass in der Handlung irgendwelche Löcher sind, zumindest nicht in der Haupthandlung. Die Haupthandlung muss immer logisch sein. Es gibt allerdings eine wesentliche Abwandlung, es muss die Logik in der jeweiligen Welt sein. Wenn Roberto, der heißblütige Italiener aus dem Papierfachhandel an der Ecke, sich plötzlich in einen Werwolf verwandelt, kann das in einem Werwolf-Roman logisch sein. Mehr noch, dort ist es sogar dringend erforderlich. Werwolf-Romane ohne Werwölfe sind nämlich unlogisch. In einem historischen Roman geht das wiederum nicht. Es gab nie Werwölfe und es wird sie wahrscheinlich auch nie geben. Also in historischen Romanen keine Werwölfe. Wir kommen aber jetzt zu den aktiven Handlungen zurück und die werden wir uns etwas gründlicher ansehen, weil das eine Sache ist, die einen Roman wirklich auch spannend machen und es wird häufig vergessen. Wir müssen also den Zwischenraum mit Handlungen auffüllen und diese Handlungen dann in eine gute Ordnung bringen. Soweit so belanglos. Obwohl, so belanglos ist das gar nicht. Wenn ich mir manche Romane ansehe, und dazu gehören Bestseller-Autoren wie Nora Roberts oder Lara Adrian, aber auch recht viele junge Autoren, die gerade ein E-Book veröffentlicht haben, so klar scheint das doch nicht zu sein. Da wird gelitten, gestürmt und gebebt, aber Handlungen, wirklich echte Handlungen, die finden sich eher selten. Was sind die guten Handlungen für den spannenden Roman? Es sind Aktivitäten, bei denen eine Romanfigur etwas in der Welt verändert. Herumliegen, sitzen, nachdenken, all das dürfen unsere Romanhelden natürlich auch. Aber aktive Handlungen sind es nicht. Sich hinsetzen, wieder aufstehen, das sind aktive Verben. Sitzen selbst drückt einen Zustand aus. Hier also meine Empfehlung, um mehr mit aktiven Verben zu schreiben. Ihr habt hoffentlich alle einen Rechtschreibduden zu Hause und da ihr natürlich fleißig schreibt, den auch in Reichweite. Wir schlagen den jetzt auf der ersten Seite auf und schauen mal nach, was wir für aktive Verben, für aktive Handlungen dort finden. Die ersten beiden, ahlen und asen, drücken eher einen Zustand aus. Zudem sind das beides umgangssprachliche Wörter, die man zwar als Schriftsteller auch benutzen kann, aber man sollte es mit Vorsicht tun. Abändern, unser nächstes Verb, ist zu allgemein. Und tatsächlich ist das erste brauchbare Wort abästen. Damit werden Handlungen bezeichnet, um einen Baum von seinen Ästen zu befreien. Jetzt kommt gleich das nächste Problem. Hat das denn überhaupt irgendeinen Sinn in eurem Roman? Gut, ich denke aber, ihr habt das Prinzip begriffen. Wir brauchen Wörter für Handlungen, also Verben, die aktiv sind und die konkret genug sind, um mehr als nur irgendetwas zu bezeichnen. Das ist eure Hausaufgabe, schlagt euren Duden an drei Stellen auf und sammelt jeweils von den beiden Seiten die aktiven Verben. Dann schreibt ihr kleine Abschnitte, immer 3 bis 5 Sätze, in denen einer eurer Protagonisten genau diese Handlung ausführt. Was lernt ihr dadurch? Zuallererst viele Wörter. Zum Zweiten, ihr konzentriert euch mehr und mehr darauf, eure Figuren handeln zu lassen und damit eine wirkliche Geschichte zu erzählen und natürlich damit auch die Figuren für den Leser attraktiv zu machen. Die wenigsten Menschen mögen Menschen, die die ganze Zeit passiv sind, leiden, dulden und gar nichts tun.
Das gilt in der realen Welt genauso wie in eurer Romanwelt. Schließlich und drittens baut ihr ein Fundament für spätere Geschichten auf. Mein Name ist Frederik Weitz, ich führe euch durch diesen Kurs. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir uns ansehen, wie man solche aktiven Verben als Keimzellen für größere Geschichten nutzen kann.